Hey Freunde, hallo, herzlich willkommen zurück zu Paradise Lost. Ja, in der letzten Folge sind wir hier in diesem riesengroßen unterirdischen Bunker, der wahrscheinlich natürlich entstanden ist, angekommen sind, den die Nazis offenbar vor 1960 auf jeden Fall ausgebaut haben und hier offenbar, naja, so langsam Rassentrennung oder ähnliches betrieben haben. Und jetzt versuchen wir hier auf jeden Fall weiterzukommen. Wir versuchen offenbar in Bunker Nummer 4 zu kommen oder in Gebiet Nummer 4. Wir befinden uns gerade in Nummer 1. Hey, nicht wieder zumachen. Wie kriege ich denn meinen Ausweis zurück? Leck mich. Bin ich mal nicht weitergegangen. Ja, wir versuchen halt natürlich weiterzukommen. Wahrscheinlich müssen wir durch den Fahrstuhl. Gucken wir mal, was war sonst, was wir hier haben. Willkommen an alle Neuzugänge. Willkommen in der Gesellschaft. Sie befinden sich im Ankunftsraum. Der höhere Luftdruck könnte zu leichten Unwohlsein führen. Seien Sie deshalb nicht besorgt. Ihr Körper wird sich innerhalb kürzester Zeit an die neue Umgebung gewöhnt haben. Der Aufenthalt in der Gesellschaft garantiert Ihnen Sicherheit, Fortschritt sowie Schutz vor jeglichen Gewaltverbrechen. Sie wurden vom Rasse- und Siedlungshauptamt ausgewählt, um das tausendjährige Reich fortzuführen, fern von den schädlichen Einflüssen der Außenwelt. Na klar. Alles wird gut, ne? Okay. Hier werden die Leiden der körperlich und seelisch Schwachen nicht an kommende Generationen weitergegeben. Wir befinden uns tief unter der Erde, denn eins haben wir aus der Geschichte gelernt. Abgeschiedenheit schafft zweifellos die besten Voraussetzungen für starke Gesellschaften. Nein? Guckt euch doch mal Nordkorea an. Ich meine, müsste doch schon zur damaligen Zeit bei euch klar gewesen sein, dass so eine komplette Abschottung nichts ist. Na klar, für eine Diktatur definitiv, aber sonst. An alle Beamten der RUSHA. Ich bin erbost. Man hat mich während eines Angriffs auf den Feind von der Front abgezogen, damit ich mich unter der Erde verstecke wie ein Feigling. Ich sollte einzig und allein den Schutz einiger hochrangiger Würdenträger dienen, die eventuell in diesem Bunker eintreffen. Ich hatte diesen Angriff bereits seit Wochen geplant und man versagte mir, seinen Erfolg zu gewährleisten. Man sagte mir, schon bald haben wir es, schon bald wird es keine Front mehr geben. Und Sie sollten dies als Ehre betrachten. Welch Dreistigkeit. Ich beantrage mit sofortiger Wirkung eine Rückversetzung auf meinen früheren Posten. Heil dem Führer, Oberleutnant Hugo Dietrich. Okay, na dann, Hugo. Tja, man fragt sich dann halt wirklich so ein bisschen, was haben die Nazis denn hier getrieben, ne? Das ist irgendwie ein bisschen nervig, dass man nicht auch mal ein bisschen über das Eis gehen kann. Ja, klar. Ah, eine Modezeitschrift. Modezeitung. Yay. Ja, wir können damit nichts machen, weder drehen noch wenden. Kann ich was trinken, bitte? Danke. Grammophon, ein bisschen Musikstimmung. Das wirkt doch alles ein bisschen sehr bedrückend. Was ist aber, wenn ich zu 2 wollte? Uh-oh. Bitte nicht abstürzen.
Hey, da sind wir ja wieder. Mensch, wir sind endlich angekommen. Ach, wir haben es bis zur 2 geschafft. Na super. Okay, Atomschutzbunker. Die Werkhalle, Wehrmachtsabteilungen, Verwaltung, Ausstellungsraum, Arbeitsraum und Rezeption. Dag. Dag, ich will nochmal mit meinem Foto vergleichen, Arschloch. Arschloch. Ich frage mich aber immer noch die ganze Zeit, woher wusste der Kleine, wo man hin soll. Ist das ein Funkgerät? Das hier macht doch die Geräusche, oder? Okay. Richtlinien für Operation Untertauchen. Nur für den Führer bestimmt. Berlin 1949. Da die UdSSR uns noch immer feindlich gegenübersteht und niemand mit Gewissheit sagen kann, wie lange die USA ihre Neutralität wahren werden, müssen unsere Prioritäten darin liegen. A. Die Produktion von Atomwaffen stark zu erhöhen. B. Eine Methode zu entwickeln, besagte Waffen über große Entfernungen hinweg einsetzen zu können. Sollten wir bei einem dieser Punkte und somit bei der Vernichtung unserer Feinde versagen, müssen wir uns auf Plan B vorbereiten. Dieser lautet, den Feind vorübergehend mit allen verfügbaren Atomwaffen kampfunfähig zu machen, dem Volk Schutz zu gewähren und es auf den letzten Kampf vorzubereiten. Die Kernelemente sind wie folgt. Erstens, die Arbeit am Programm Quelle der Intelligenz so schnell wie möglich zu Ende zu führen. Zweitens, ein Netzwerk strahlensicherer Bunker errichten, um Bewohnern mindestens 15 Jahre Schutz zu bieten. Drittens, eine taktische Atomwaffe entwickeln. Viertens, Pläne zur Evakuierung der wichtigsten Teile der Gesellschaft vorbereiten. Fünftens, sobald der Feind in das Reich vordringt, sollen eben diese Bürger die Bunker beziehen. Sechstens, der Feind soll mit allen verfügbaren Atomwaffen angegriffen werden, wodurch er vorübergehend kampfunfähig gemacht und die Umgebung durch die Strahlung gesichert wird. Siebtens, Aufbau einer militärischen Gesellschaft in den Bunkern, um hochmoderne Waffen zu entwickeln und zu produzieren. Achtens, Rückkehr an die Oberfläche, um den Feind ein für alle Mal zu besiegen. Na, da habt ihr euch aber was vorgenommen, Freunde. Mann, Mann, Mann. Als ob das so einfach klappen würde. Na gut, damals hätte man wahrscheinlich wirklich gedacht, dass die Strahlung nach 15 Jahren oder so vorbei ist, ne? Strebt schon in jungen Jahren nach wahrer Größe. Oh ja. Ich finde die Kamera ist interessant. Die verfolgen uns sogar noch. An Oberst Hugo Neubauer, OKW-Leiter der Truppenausbildung. Werter Oberst, soeben habe ich die vorgeschlagenen Ausbildungsrichtlinien für das Programm Nationalgarde des Dritten Reichs erhalten. Das dafür entwickelt wurde, Kinder auf die Einberufung in die Volkswache vorzubereiten. Der Verfasser ist ein gewisser Herr Major Horst Kutschik. Ich zweifle ernsthaft daran, dass Major Kutschik jemals einem Kind begegnet ist. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum er Gewehre mit Kugeln zu beladen als Übung zur Koordination vorschlüge. Und das bei einem Programm für Fünfjährige. Ich fordere nachdrücklich dazu auf, dass Sie dieses Programm ablehnen und mit der Unterstützung von Entwicklungspsychologen ein neues erarbeiten. So erhalten Sie einen fachlichen, fundierten Einblick die mentalen und motorischen Fähigkeiten von Kindern verschiedener Entwicklungsstufen. Im Gegensatz zu Major Kutschik verfügen diese Fachärzte über ausreichend Kenntnisse im Bereich der angewandten Pädagogik. Heil dem Führer, Hannelore Weiß. Oh, meine Frau, Entschuldigung, Hannelore Weiß.
Leiterin der Methodikabteilung der Nationalsozialistischen Lehrvereinigung. Also, man sollte vielleicht doch erstmal auf den Namen gucken, bevor man Hierarchie doof vorliest, ne? Wie es ja manchmal so ist. So, Arbeitsraum. Und das Ding geht bestimmt gleich wieder zu. Doch nicht, okay. Aha! Oh, eine Zeichnung. Ein weiterer Tag in der Hölle. Aber gut gezeichnet. Schon wieder verkehrt rum. Alles schön, ich will das lesen, danke. So, wen haben wir denn hier? Ein Name erstmal drauf, okay. Transkript eines aufgenommenen Gesprächs zwischen Oberdienstleiter Max Pfeiffer und Günter Ludwig, dem Direktor des GG-Kommissariats, Abschnitt Krakau. Also Max Pfeiffer und Günter Ludwig. Was in drei Teufelsnamen geht bei Ihnen vor sich? Ich habe noch immer keinen Dickel. Wenn Sie glauben, dass ich bis zur Ernte warte, dann lassen Sie mich das augenblicklich klarstellen. Das werde ich nicht. Auf einmal haben alle ihren Verstand wegen dieses verdammten Getreides verloren. 30 Mal am Tag rufen sie aus dem Vaterland an, aus den böhmischen und mährischen Schutzgebieten. Ja, selbst aus Frankreich. Allesamt reden sie nur von diesem elenden Weizen. Jahrhundertelang haben es ganze Generationen ohne dieses Zeug geschafft. Da hat sich auch keiner beschwert. Ich beschwere mich aber. Ich habe den Befehl, sicherzustellen, dass die Lieferung abgeschlossen wird. Ich kann es mir auch nicht einfach aus den Rippen schneiden. Denken Sie, ich hätte nicht schon überall nach Versorgung gesucht? Schreiben Sie eine Beschwerde an das Ministerium für Landwirtschaft. Ja, ja, so ist das halt. Aber wer den Jahrhunderte auch ohne Weizen überlebt, tja, die sind ja auch nie sehr alt geworden, ne? Und mit Weizenanbau, das hat halt dafür geführt, dass wir Zivilisation noch mehr an einen Ort aufbauen konnten. Und Blase, denn so warst du halt immer gezwungen von A nach B zu ziehen, wegen Vorräte suchen und erjagen. Wo konntest du aber es horten? Tja, tja. Noch eine Kamera da oben in der Ecke, ich hab's gesehen. Ah, jetzt sieht sie mich nicht mehr, aber wahrscheinlich ist auf der anderen Seite ist keine. Da ist aber wieder einer. Wir müssen wahrscheinlich einen Knopf finden oder den Bericht hier abspielen. Ich mal steig von aus, wenn da einer dran ist. Aber ein ziemlich großer Fernseher, muss ich mal sagen, oder? Jetzt ist die Tür offen, okay. Sieht aus wie eine Klemme. Kabel könnte was für eine Rakete sein oder. Lichtschwert. Alles schön. Ein Jeffchen. NSDAP. Volksgenossen, braucht ihr Rat und Hilfe, so wendet euch an die Ortsgruppe. Schau immer voraus, das hatten wir schon mal. Ich muss aber auch mal wirklich sagen, ich bin so froh, dass wir jetzt auch wieder ein Video spielen, auch ungeschnitten solche Swastikas und so zeigen darf. Ja, ist ja halt wirklich, sage mal, geschichtliche Freiheit. Oder, nee, nicht geschichtliche Freiheit. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das jetzt genannt hatte. Ne? Ist ja vor ein paar Jahren gekippt. Ich glaube, 2 Jahren ist das gekippt worden. Ne? Das Gesetz dazu, dass sowas dann, wenn das so kulturellen Hintergrund dienen soll, auch solche Symbole wieder zeigen darf. Denkenlos in auf Videospielen und Filmmaterial sowieso. Bei Dokumentation war es ja eigentlich immer der Fall. Aber jetzt auch wieder vermehrt in Videospielen. Von daher. Finde ich eine gute Sache. Ich meine, ganz ehrlich, bei uns in Deutschland gehört es halt zur Geschichte, dass wir halt nun mal die NSDAP hatten. Und wenn sich halt Spieleentwickler jetzt davon ausgehen, so wie damals bei Wolfenstein, was wäre, wenn die Nazis es geschafft hätten und so weiter. Gut, da war halt wirklich mehr mit, naja, wir bringen andere Leute um und so weiter, ne? Aber hier ist ja mehr so, was wäre, wenn die Nazis
ja, den Zweiten Weltkrieg offenbar überstanden hätten oder überdauert hätten. Und was wäre danach gewesen? Ganz ehrlich, finde ich wirklich in Ordnung, dass man dann sowas dann auch mal sehen und zeigen darf. Ein Buch. Dreh das doch mal. Wie dreht das nicht? Bringt eine Schrift der Orsch, nee, Orschit, der meist auf. Gott, ich kann das echt nie lesen. Dammit. Ich habe zu selten altdeutsche Schrift gelesen. Was haben wir denn hier? Eine Münze. Oder eine Medaille? Genau, schön zurücklehnen. Na, wie komme ich jetzt hier weiter? Das macht doch gerade alles gar keinen Sinn. Also die Medaille können wir nicht nehmen. Also was auch immer das ist, ne? Aber warum ist noch die Scheibe dafür eingeschlagen worden? Das ist jetzt was mich so ein bisschen verwundert. So, das Buch, das bringt uns ja auch was gar nichts. Triebwerk, okay. Wie kriege ich jetzt das Tor hoch? Das hat gerade überhaupt keinen Sinn. Hallo, lasst mich weiter. Zurück kommen wir nicht. Also wie geht's hier weiter? Gebäudekomplex, was Waffenmodell? Ziemlich riesig. Wieder Raketentriebwerk. Tja, wir haben noch nicht versucht, hier direkt durchzukommen. Vielleicht können wir das ja hochdrücken. Aha! Huh? Schon ein bisschen merkwürdig, dass hier oben dann so ein Lichtkegel ankommt. Hallo? Ich brauche Hilfe. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Und ich versuche mal, ich brauche Hilfe. Somebody help me. What do you need? What? Who's there? Hey kid, calm down. There's no need to get upset. I'm not a kid. What do you want? Who says I want anything? You're the one that asked for help. Who are you? I came here to look for things to scavenge, just like you.
I mean, that's why you're here, right? Oh, you can tell me. No. I'm looking for someone. I haven't seen anyone else here. But hey, I can help you with that. I'm in some sort of control center, so I've got a pretty good view of things. There are cameras, switches, and whatnot in here. I could help you find whoever it is you're looking for. What do you say? Ja, woher weiß ich denn, dass ich dir vertrauen kann? How can I trust you? I don't know, just trust me. Somehow I got myself locked in here. So I just need you to find the control room and get me out. You help me and I help you. That is called a quid pro quo. Ja, das wusste ich schon. I know what it's called. Alright, alright. So? Will you help me? Oh, ja, ich nehme mal die Hilfe an. I will help you. Tell me how. So, I have this map and I think I figured it out. We are on level 2. Should be minus 2 if you ask me. Anyway, the room you're in is connected to a warehouse that leads to the forge. And that's where the control room should be. And that's where you are. That's right. Just come here and get me out before I completely lose my mind. Oh, as a gesture of goodwill, I even opened the door for you. Voila! So, I guess I should get going. Yep. Be careful out there. I... Did you want to say something? I'm glad I found you. Oh, I'm glad you found me too. Ja, das glaube ich, wenn du eingesperrt bist. I'm not going anywhere, so if you see a microphone, you can say hi, or whatever. Interessant, ne? Ah, okay, da hinten ist ein Bunker, da haben wir die Lagerhalde. Alles da. Kann ich nicht hier lang gehen? Natürlich nicht. Ich habe natürlich versucht, jetzt rückwärts hochzugehen. Some facts about this place. Mach doch. That might have been the only fact I know about this place. There are speakers all over the warehouse, so you will be hearing from me. Anweisungen für das Reichsministerium für Bewaffnung und Munition zur Rückgewinnung von Materialien nach abgeschlossener Evakuierung. Die ersten Versorgungsgüter, die für Kolonisten verfügbar sein werden, sind sämtliche Metall-, Holz- und Ledermaterialien, die aus den für die Operation Untertauchen verwendeten Zügen gewonnen werden können. Aus diesem Grund sollen diese gründlich durchsucht, demontiert und ihre Materialien zur sofortigen Weiterverarbeitung aufgearbeitet werden. Alle Kolonisten sollen stets dafür Sorge tragen, dass der Bunker beim Verlassen Waffen und Vorräte für mindestens 2 Divisionen produziert hat, wenn Vorräte und Kapazitäten es ermöglichen. Sollen zudem Forschungs- und sowie Entwicklungsarbeiten zur Optimierung herkömmlicher Waffen und der Entwicklung neuer Waffen aufgenommen werden, um unseren Sieg zu gewährleisten. Albert Speer, Reichsminister für Bewaffnung und Munition. Albert Speer, okay. Was sind das jetzt für eines? Ist das ein Anamnesebogen? Oder hat hier einer so was ähnliches wie Dungeons and Dragons gespielt? Weil ich sehe hier auch daneben Würfel, ne? Oh, da ist wieder so eine Kamera. I
What do you think they keep in those containers? Nothing very useful if they are still unopened. Unless they never got a chance to open them. Maybe they didn't know how? No, that couldn't be. Genau, Junge. Immer schön vorsichtig. Ach, echt? Nee, ich wollte noch nicht runter. Scheiße. Zugriff gewähren. Ja, gerne. Ah, ein Mikrofon. I can't get through. I can see that. I have an idea, but I need your help. What should I do? Do you see that crane? I think I can control it from here. But first we have to release it from that thing. Can you do something about that? I can try. Was soll ich machen? That lever, you need to pull it. That lever, you need to pull it. Mach ich doch schon. Den hier? Ja, den da. Got it. Und nun? What are you planning to do with that rocket? Be quiet, I need to focus. Oops! Watch out! It might blow up! It won't blow up! Don't! Are you alright? Woher wusstest du, dass sie nicht explodieren würde, oder? Du hättest es mir sagen können. How did you know it wouldn't blow up? I didn't. So you risk my life? Hey, I got you out of there, didn't I? Anyway, I don't see any cameras in there. So I'll meet you on the other side. Mhm. Lass mal gucken, was hier drüben rum. Na, guck mal, so ein Ding haben wir doch gesehen. Bauplan. Okay, hier gibt es doch nichts mehr. So, Freunde, aber ich würde mal sagen, wir machen hier wieder einen Cut mal und sehen uns dann auf der anderen Seite wieder von diesem ach so großen Tor. Und mal gucken, was uns hier drüben erwartet. Ich sage nur ciao, ciao und schaltet dann wieder ein.